Ja. Also, auf nach Empyria. Zur nächsten Cutscene. Mal sehen, wie der Kaiser auf uns reagiert. Eure Majestät, dieser Feind unterscheidet nicht zwischen Mann oder Frau, Katai oder Empyria. Er vernichtet alles Leben. Ihr müsst handeln. Schnickschnack, der Dschungel hat schon immer Unrat ausgespien. Ein paar Untote mehr oder weniger, wen schert das schon? Mein Volk, Majestät. Katai wird zu dieser Stunde belagert. Wir brauchen das Kaiserreich. Schickt wieder Truppen nach Süden, bemannt die Wacht. Erinnert euch an den Schwur. Ihr wollt Unterstützung? Wo ist denn der vielgerühmte Mut der Katai? Sind die Kinder des Windes denn so schwach geworden, dass sie sich vor ein paar klappernden Skeletten fürchten? Ich sehe, ich verschwende hier meine Zeit. Lebt wohl, Kaiser. Ürmir! Mein Kaiser! Botschafter Haran wird die Stadt wohl bald verlassen. Sorgt dafür, dass er nicht allzu weit kommt. Eins noch, Irmir. Man berichtet mir, ein Runenkrieger habe die Onyx-Bucht befreit. Ja, die Hasim dort wurden komplett vernichtet, Herr. Ja, wir können ihn nun wohl nicht direkt hinrichten, oder? Nun, seht zu, dass er nicht in die Oberstadt kommt. Und gebt den hiesigen Meuchlern einen kleinen Hinweis. Je schneller er wieder verschwindet, desto mehr soll es mir wert sein. Wie ihr befehlt, Kaiser! Sehr gut, sehr gut. Der Maskierte wird zufrieden sein. Okay, das ist derselbe Text. Ich hätte eigentlich erwartet, dass er uns davon abhält, die Dryade zu töten. Ja, in dem Palast von Empyria. Also wir haben jetzt Durchbruch nach Empyria abgeschlossen. Ja, die Feinde sind vernichtet. Aktiviert das Portal. In dem Palast von Empyria. Empyria, die goldene Stadt, ist die größte Stadt in den Landen von Xu. Nachdem ihr in die Stadt gekommen seid, müsst ihr nun die Frau unter dem Baum erreichen. Der Weg führt euch durch den Garten des Palastes. Ja, die ermordete Dryade, das ist immer noch dasselbe. Stab und Schild ist auch immer noch dasselbe. Okay. Aonirs Licht, guter Mann. Eine Frage. Ihr solltet hier besser mit dem Segen des Kaisers grüßen, Fremdling. Sein Licht überstrahlt das der Götter. Ihr meint, der Glanz seines Goldes. Ah, ich sehe, ihr versteht. Aber passt auf eure Zunge auf. Hier in Empyria ist mal mit dem Henkersbeil schnell zur Hand. Empyria. Also bin ich endlich am Ziel. Sagt, gibt es hier ein Wesen, das man die Frau unter dem Baum nennt? So nennt man die Dryade der Lebensalbe. Sie lebt nicht hier in der Stadt. Aber oben im Palastgarten ist ein Portal, das zu ihrem Hain führt. Allerdings lässt der Kaiser dieses Portal gut bewachen. Man munkelt, er hätte ein Auge auf die Dryade geworfen. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ich muss zu dieser Dryade. Gibt es einen Weg in den Palastgarten? Fremde haben keinen Zutritt zur Stadt. Euch bliebe nur der weniger gesetzestreue Weg. Ich verstehe. Am besten, ihr fragt Alia. Sie kennt sich mit so etwas aus. Ihr findet sie ein Stück nördlich von ihr. Wird's lustig, wie die Stadtwache weiß, wo wir Alia finden.
Während auf Alia eigentlich Kopfgelder so ausgesetzt sind. Ja, abtrünniger Apotheker, Bürger von Imperia. Und vielleicht werden wir dieses Mal einfach so die Quest mit der Bank auch offiziell annehmen. Und nicht einfach nur die Siegel hamstern. So, aber erstmal gucken, dass wir diese Truhe da plündern, dann mit Alia reden. Also sonst kommen wir nicht in die Stadt rein, also an Myro vorbei. Und ich kapiere eh nicht, wofür sie den Seenfels hier hingepackt haben. Hier ist eigentlich gar nichts, was uns gefährlich werden könnte, bis wir nicht bei dem Seenfels sind. Gegossene Adamantrüstung. Da ist unsere Adamantium-Brustplatte aber immer noch besser. Ja. Ich habe leider noch niemanden auf der richtigen Stufe. Wenigstens scheint es hier ein Wasserloch mit Wasser zu geben für die Bettler der Stadt. So, Myro wird uns nicht einfach durchlassen. Oh ja, die Streunerin. Von der müssen wir dann wieder die Zerbietenträne abkaufen. Kein Zutritt zur Stadt. Weitergehen. Okay, der lässt uns nicht rein. Frage ich mich übrigens auch, was hatte die Hasim davon abgehalten, einfach durch das Portal zu kommen und das Bettlerviertel abzufackeln? So, Alia redet jetzt mit uns. Oh. Ja, was bringt das teilweise, frage ich mich gerade. Also ja, ich kann die Mentalistin hier austauschen. Ich kann unseren Schützen austauschen. Und unseren Hexer austauschen. So. Du kriegst jetzt erstmal wieder das kritische Fernkampfset. Ein Ring der Gnade. Und ein Blutband. Kriegst du wieder. Achso, du bist ein Armbrustschütze. Ja, dann vergiss es gleich mal wieder. Sorry, aber sie ist mit dem Bogen um einiges effektiver noch, solange es geht. So, du kriegst... Ja, den da und einen Sterntanz. Kriegst... Fokushelm von mir aus. Und die Fokusrobe. Habe ich auch einen Fokusring? Nö. Steht der Weltenmagier. Und ein Lichtbringer, so. Du kriegst den Stab auf jeden Fall.
kriegst den Schild. Die Robe. So ein Helmchen. Erzmagierring. Und nächsten Meisterring. So, erst einmal. Also ja, weiß ich, was das gebracht haben soll. Da die paar Dinger, die Truhe. Die sind wahrscheinlich eher für unseren Order of Dawn-Helden gewesen. Für unseren Phönixträger. Aber ja gut, reden wir mit Alia. Na sowas. Da spazieren mir doch glatt 100 Goldstücke in die Arme. Ein Griff nach meinem Beutel und ihr verblutet im Schlamm. Zusammen mit dem Hämpfling da, wenn er sein Schwert nicht ruhig hält. Langsam, Krieger. Eure Börse könnt ihr behalten, aber bei eurem Kopf bin ich mir nicht so sicher. Irgendjemand bietet viel Geld dafür. Nun, ich bin keine Menschenjägerin. Ich verdiene mein Geld mit ehrlichem Diebstahl. Vor mir habt ihr nichts zu befürchten. Was wollt ihr? Ihr könnt mich in den Palastgarten bringen? Holla, immer langsam. Es kann sein, dass ich weiß, wie man in den Palast kommt. Dann nennt euren Preis. Aber nur unter der Bedingung, dass ihr mir helft, jemanden zu finden. Gold kann ich selber stehlen, aber gute Leute sind schwer zu kriegen. Es gibt in der Unterstadt einen Dieb, der mir keine Anteile zahlt und frech vor meiner Nase raubt, was rechtmäßig ich hätte stehlen sollen. Sein Name ist Flink McWinter. Geht ihn suchen und sorgt dafür, dass er mir meine Anteile zahlt. Meine Leute kennt er alle und er ist schnell zu Fuß, der kleine Bastard. Flink, ja. Ich kann mir vorstellen, dass ihr mit ihm Ärger habt. Wie komme ich in die Unterstadt? Die Unterstadt ist kein Problem. Sagt dem Wachmann beim Tor, ihr hättet eine Lieferung von Alia. Ich bezahle ihn gut, der wird schon spuren. Okay. Ja, Palast von Empyria. Alia sucht Flink McWinter. Flink McWinter sorgt wieder einmal für Ärger. Diesmal hat er sich mit der Diebin Alia angelegt. Bringt ihn zu ihr, damit die beiden ihre Differenzen klären können. So Flink McWinter in der Unterstadt von Empyria östlich des Armenviertels. Flink McWinter treibt sich laut Alia in der Unterstadt herum. Sagt dem Wachposten am Tor zur Unterstadt, dass ihr eine Lieferung von Alia habt. Er wird euch in die Unterstadt lassen. Sucht dann nach Flink McWinter. Hey, ihr da! Wer, ich? Psst, ja, hört mal. Ich hab euch ein unglaubliches Angebot zu machen. Ich biete euch den Ring der Naretei. Ein mächtiges, mächtiges Schmuckstück. Nachdem ihr diesen Ring angezogen habt, werdet ihr ein ganz anderer Mensch sein. Ihr werdet euch selbst nicht wiedererkennen. Ich sehe, ihr seid interessiert. Gebt mir 200 Goldstücke und ihr könnt den Gegenstand haben. Bleibt mir mit eurem Tand vom Leib. Was? Das ist euch zu teuer? Wie wäre es mit 40 Goldstücken? Nur 40 Goldstücke für diesen Schatz. In Ordnung. Ich bezahle. Hier, der Ring ist nun euer. Habt viel Freude damit. Ja, einfach mal aus Neugier. Ring der Naretei. Weil wir auch so dumm sind, um den zu kaufen. Ja. Der Ring ist Schrott. Gut. Wir wollen aber eigentlich, kein dass sie wiederkommt Zutritt und uns die Zerbiettrainer. Ich habe eine Lieferung von Alia. Was? Ihr treibt Geschäfte mit Alia? Unmöglich. Warum? Immerhin treibt sie ja auch Geschäfte mit euch. Leise doch. Man könnte uns hören. Also gut. Öffnet das Tor. Ihr könnt passieren. Gut, den Hammer werden wir nicht haben wollen, aber ich will die Träne auf jeden Fall haben. Und dann hoffe ich einfach mal, dass sie nochmal angelaufen kommt. Da oben ist übrigens wieder unsere freundliche Wache, die wir schon so oft umgekloppt haben. Gut. Ich würde aber sagen, es ist an der Zeit, hier mal zu speichern. Ziemlich passend, würde ich sagen. So, überschreiben.
Und dann gibt es hier an dieser Stelle erst einmal einen Cut. Also, bis gleich.